Peter Stöger genoss den Erfolg sichtlich. Was hat das gut getan? Wenn man wieder ein paar glückliche, zufriedene Gesichter in der Kabine sitzen hat, dann tut das gut, dann freut man sich und hofft, da ein bisschen Schwung dann wieder mitnehmen zu können. Ein Sieg des Willens. Vielleicht bringt das neue Zuversicht in der Bundesliga. Versucht reinzupacken, was man in so einer Phase gegen so einen Gegner machen kann. Die Leidenschaft und der Fight für dieses Spiel war da. Das Arsenal London, eine bessere Mannschaft war mit der besseren Struktur, mit Einzelspielern, die immer wieder gefährlich waren. Ich glaube, das hat auch jeder gesehen. Plötzlich ist das Weiterkommen zum Greifen nah. Am 7. Dezember kommt es bei Roter Stern Belgrad zu einem Endspiel. Spaß, dass wir mit viel Herzblut heute gewonnen haben, das tut uns richtig gut. Das freut mich und irgendwann einmal in ein paar Jahren werden wir sie dann zu Hause denken, okay, wir haben in Köln und Arsenal London geschlagen. Genugtuung empfinde er nicht, sagt Stöger. Er weiß, ein Sieg gegen Hertha wäre wichtiger als dieser schöne Moment.